Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Johannes und ich habe letzte Nacht tatsächlich die erste Nacht in diesem Jahr im Bus gepennt. Bin gerade wach geworden. War ganz angenehm, war noch ein bisschen frisch, aber es ging. Also ich habe jetzt nicht gefroren oder so. Viel nerviger war, dass hier heute Nacht immer mal ein paar Autos lang gefahren sind. Da bin ich ein, zwei Mal wach geworden. Das war ein bisschen doof, aber sonst eigentlich alles gut. Ich mache mir jetzt, glaube ich, erstmal einen Kaffee, ne? Und dann starten wir langsam in den Tag, denn ich habe mir überlegt, euch einfach mal ein bisschen mitzunehmen, denn es geht heute noch weiter für mich ein Stück Richtung Norden, aber das erzähle ich euch später erst alles. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Kaffee. Einfach traumhaft, so ein frisch gebrühter Kaffee am Morgen und dann noch hier direkt am Meer zum Sonnenaufgang. Einfach herrlich. Es ist aber noch bitterbitter kalt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt irgendwie drei Pullover übereinander an, aber hier eine kurze Hose. An den Beinen geht das schon. Ja, ich genieße jetzt hier noch meinen Kaffee und ein bisschen den Moment, die wunderbare Morgenstimmung, bevor es für mich dann jetzt erstmal gleich an die Arbeit geht. Ich kann glücklicherweise im Bus jetzt gleich ein bisschen arbeiten am Computer und dann sehen wir uns irgendwann heute Mittag wieder, würde ich sagen, wenn es dann weitergeht Richtung Norden. Kleine Überraschung, ich sage euch noch nicht wohin. Ihr könnt ja schon mal raten und das in die Kommentare schreiben, wo es hingehen könnte. Vielleicht steht es aber auch im Titel schon. Schauen wir mal. Auf jeden Fall werden wir wahrscheinlich auch noch unterwegs jemanden treffen und den stelle ich euch dann auch noch vor. Und deswegen erstmal ein bisschen was wegarbeiten und dann bis später. So, ich habe ein bisschen was hier geschafft jetzt und jetzt geht es weiter Richtung Fehmarn und ich habe Zuwachs bekommen und zwar der liebe Timo. Moin, moin, Timo. Ja, bitte. Ich nehme hier gerade ein kleines Video auf und dachte, ich erzähle mal, dass du jetzt auch dabei bist. Ja, das ist doch schön. Ja, wir fahren jetzt Richtung irgendwo an den Strand. Auf dem Weg nach Fehmarn und dann werde ich euch den Timo, glaube ich, auch mal vorstellen. Und sein Bus vielleicht auch, ne? Wer weiß, schauen wir mal. So machen wir das. Also, wir fahren jetzt an einen Strand hier in der Lübecker Bucht. Laut Timo der schönste Strand in der Lübecker Bucht. Schauen wir mal, ob der wirklich so viel kann, wie Timo verspricht. Und da werde ich euch Timo da auch mal vorstellen, vielleicht auch sein Bus. Schauen wir mal. Genau, also, bis gleich. Wir sind an unserem ersten kleinen Zwischenspot hier angekommen. Das ist Timo. Der hat die coolen Walkie-Talkies mitgebracht, die ich übrigens sehr, sehr nice finde. Wo hast du die her? Boah, die habe ich schon ewig, weiß ich nicht mehr. Aber es ist ein anderes Kolonne fahren, ne? Wenn man ja, macht richtig kann. Spaß. Also ich glaube, so Dinger muss ich mir auch holen. Timo kenne ich übrigens über Insta, ne? Da haben wir, jetzt, auch sonst? Haben wir uns jetzt zum ersten Mal getroffen hier, fahren zusammen nach Fehmarn. Aber jetzt machen wir einen kleinen Zwischenstopp und wo sind wir? Wir sind irgendwo hier? Im Nirgendwo in der Nähe von Grömitz. Ah ja. Wir gehen jetzt gleich mal an den Strand und vielleicht lasse ich die Drohne mal fliegen. Ein paar schöne Aufnahmen. Ne? Ist das Naturschutzgebiet? Mhm. Ja, dann vielleicht keine Drohnenaufnahmen. Schauen wir mal. Ich guck mal, mal gucken, was ob die wir Karte sagt. Ne? Genau.
Ja, mit Drohnenaufnahmen war das nichts, denn das ist ja alles Naturschutzgebiet, das respektiere ich natürlich. Und ich habe einfach so ein paar schöne Aufnahmen gemacht, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt. Es ist wirklich ein sehr, sehr netter Ort. Also falls ihr mal hier in der Lübecker Bucht gegen seid, dann kann ich das sehr empfehlen. Ich habe jetzt gerade noch ein Porridge gemacht, während Timo gerade noch einen Videocall-Termin hat. Ich werde die Zeit noch nutzen und das Fenstervideo, was ihr jetzt vielleicht wahrscheinlich schon gesehen habt, wenn nicht, verlinke ich euch mal da oben in der Ecke. Das werde ich jetzt noch fertig schneiden und dann geht es für uns nach Fehmarn und für euch geht das wieder alles ganz, ganz schnell. Und da machen wir einmal so. Ja, das kannst du jetzt schon wieder nicht ausdenken. Wir sehen uns nicht auf Fehmarn wieder, sondern hier mit offener Motorhaube. Und zwar ist meine Batterie leer irgendwie. Vielleicht, weil ich hier mein Jackery geladen habe und das Kabel drin gelassen habe. Keine Ahnung, jetzt habe ich hier von einem T4-Fahrer ein Überbrückungskabel ausgeliehen, weil ich kein eigenes habe. Und ja, jetzt werden wir das hier mal mit Timos schönem T6 überbrücken, in der Hoffnung, dass das dann gleich wieder läuft. Wie geht das? So, gucken wir mal. Dann probier das mal aus. Ja. Mal gucken, ob das klappt. Ah, oh Mann, ey. Nee. Was ist das? Braucht er eine Weile oder? Geht noch nicht. Faszinierend. Oh Mann, ey. So, nun läuft er wieder. Der nette Mann hat uns noch mal kurz geholfen. Irgendwas war da verkehrt. Eieiei. Dankeschön, geht noch mal raus an den netten T4-Fahrer hier, der uns geholfen hat. Da ist er. Er läuft wieder. Ach Mann, oh Mann. Ich werde mir jetzt erstmal so ein Kabel besorgen. Irgendwann. Demnächst, wenn mir eins über den Weg läuft. So geht das ja nicht. Und dann sehen wir uns aber, wie vorhin schon versprochen, einfach auf Fehmarn wieder, wenn wir endlich an unserem Ziel angekommen sind. Und da wird dann entspannt. Vielleicht gehe ich baden. Obwohl es noch ziemlich kalt ist. Schauen wir mal. Also, bis später. Leute, 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 wir haben es gleich geschafft. Eine Premiere. Ich fahre das erste Mal nach Fehmarn über die Brücke. Und ich würde sagen, wir wechseln einfach mal in die Außenansicht. Kann man richtig schön genießen, die Brücke überfahren. Wir sind angekommen und jetzt gibt es erstmal ein Anlegerbier bzw. Einparkbier. Wie sich das gehört. Schönes Radler hier ist das, glaube ich, ne? Ganz was Feines. Ah. Ja, zum Wohl. Prost. Und schön, dass wir hier sind, ne? Würde ich sagen. Und dass du diesen wunderbaren Ort mit mir teilst. Für euch gibt es jetzt ein paar Luftaufnahmen und wir gehen ans Wasser. Prost! Unser kleiner Ausflug an den Strand war ganz erfolgreich. Ist echt eine schöne Gegend hier. Leider spielt das Wetter nicht ganz so mit. Beziehungsweise, ja, schlecht ist es ja nicht. Immerhin regnet es nicht, ne? Aber ist jetzt kein wunderschöner Sonnenuntergang zu erwarten. Aber warten wir mal ab. Jetzt gibt es erstmal Essen. Ich habe hier meine kleine Küche schon aufgebaut, sozusagen. Es gibt Tortelloni, heute mal was ganz Einfaches. Bald wird es aber auch wieder die Bulli-Küche hier auf dem Kanal geben. Ich habe schon zahlreiche Rezepte rausgesucht und ja, auch viele, die ich so zu Hause auch gerne mache, die ich gerne mal mit euch teilen möchte. Also Bulli-Küche kommt bald. Wenn du das nicht verpassen willst, solltest du den Kanal abonnieren. Jetzt wird erstmal gegessen. Das sieht richtig gut aus. Was gibt's denn heute? Heute gibt es Tortellini mit Tomate, Basilikum mit veganem Pesto. Schmackofatz. Ja.
Leute, was für ein Tag. Ganz schön ereignisreich, viel passiert. Nach dem Essen habe ich auch gar nicht mehr so viel gefilmt. Wir sind nochmal eine lange Runde spazieren gegangen, hier Richtung Hafen und so weiter. Und jetzt liege ich echt müde und platt im Bett. Habe es mir gemütlich gemacht, eine schöne Wärmflasche. Und hier habe ich mir noch ein kleines Lagerfeuer angemacht. Und da meine Kerze, das ist meine Heizung. Und ja, ich bin mal gespannt, wie diese Nacht wird. Die letzte war ja schon ganz okay, ne? ein bisschen ein paar Mal wach geworden, zwei, dreimal. Also nicht so gut durchgeschlafen. Ich hoffe, das wird diese Nacht besser. Aber hier sollte es auf jeden Fall ein wenig ruhiger sein. Und dann würde ich einfach sagen, gute Nacht und wir sehen uns morgen früh nochmal kurz wieder. Ich freue mich jetzt schon auf den Kaffee morgen. Gute Nacht. Guten Morgen, liebe Leute. Ich habe so gut geschlafen. Und zwar so gut, dass ich fast nicht aus dem Bett gekommen bin gerade. Es war einfach super gemütlich. Jetzt habe ich mich aber doch mal rausgepellt. Hier draußen ist es nämlich ganz schön kalt, aber trotzdem wunderschön. Guckt euch das mal an. Ich bin hier mal ein Stück runter ins Wasser gelaufen. Es ist einfach herrlich. Es ist einfach herrlich. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe jetzt gar nicht allzu viel vom Fehmarn gesehen in den paar Stunden, die ich jetzt hier war, aber es war trotzdem eine sehr gute Zeit, auch mit Timo. Vielen Dank, Timo, nochmal, dass du mir diesen Spot hier auch gezeigt hast. Richtig schön. Und ja, ich werde auf jeden Fall wiederkommen und ich denke mir, wenn das noch ein bisschen mehr blüht alles und so und frühlingshafter ist, dann ist das wahrscheinlich auch noch schöner. Also ich kann es sehr empfehlen und ja, das war's für mich auf Fehmarn erstmal. Jetzt geht's zurück nach Lübeck gleich so. Ja, erstmal einen Kaffee noch und dann geht es auf eine weitere Ostseeinsel, Rügen. Da weiß ich noch nicht genau, ob ich da auch was filmen werde. Schauen wir mal. Ansonsten kommt auf jeden Fall auch noch ein bisschen was, was am Bus gemacht werden muss. Das gibt es dann in einem der nächsten Videos. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. So vlogmäßig, Vanlife, was weiß ich, wie man das nennt. Wenn ich euch da einfach mal so ein bisschen mitnehmen soll, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten Däumchen wären Träumchen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann einfach ein kostenloses Abo dalassen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao.